Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Nerd News. Ich hoffe, es geht euch gut. Es gibt heute wirklich eine ganze Menge Themen. Ein Riesen-Update zur Xbox unter anderem. Und das wird durchaus spannend, denn bald will man sich offiziell äußern. Aber es gibt noch so viel mehr Details zum Update der letzten News. Bleibt auf jeden Fall dran. Das Ganze wird euch heute präsentiert von instantgaming.com. Und das ist ja mein Dauerpartner, wenn es darum geht, günstiger Spiele abzugreifen. So zum Beispiel Pacific Drive. Darauf freue ich mich schon besonders. Für 17,49 €. Der Link ist unten in der Beschreibung oder ihr nehmt einfach beim Gewinnspiel teil, denn da könnt ihr das gewinnen, was ihr wollt. Aber jetzt legen wir los mit den News. Ja, kommen wir erstmal in den allgemeinen Part. Und einer meiner Lieblingsschauspieler ist Henry Cavill geworden. Seit Superman finde ich den fantastisch. Und auch die Witcher-Serie habe ich jetzt erst vor kurzem zu Ende geguckt. Zumindest die ersten drei Staffeln, die bis jetzt rausgekommen sind. Und er geht gleich in das nächste, denn er ist genauso Nerd wie wir. Nämlich zu Warhammer 40k. Auch da wird er jetzt eine Rolle spielen. Und es ist seine Traumrolle. Denn er sagt, ja, ich habe das Ding damals schon gespielt und warum denn nicht? Das jetzt zu verkörpern ist natürlich eine geile Sache und ja, warum auch nicht? Außerdem gibt es eine Umfrage von Capcom und die wollen wissen, ob Revivals von Dino Crisis, Breath of Fire und so weiter erwünscht sind. Da könnt ihr gerne mal an der äußerst bunten Umfrage teilnehmen. Da gibt es auch noch andere Fragen, die euch gestellt werden. Aber ja, Dino Crisis muss sein. Und ich sag mal, wenn sowas in so einer Liste auftaucht, dann ist es ja meistens so, dass man da bereits was am Plan ist. Und nach Resident Evil, seien wir ehrlich, ey, Dino Crisis, es muss sein. Es muss einfach sein. Tja, dann kommen wir mal zur Xbox und in der letzten News haben wir ja schon spekuliert darüber, ob eventuell die letzte Xbox aller Zeiten auf den Markt gekommen ist und da gibt es jetzt verschiedene Aussagen, denn der Vertrag mit AMD wurde bisher ja nicht verlängert und das ist halt speziell, weil man dann natürlich wieder das aufgibt, was zum Beispiel die Xbox Series X so besonders gemacht hat, nämlich die Abwärtskompatibilität und das auch noch mit Hochrendern und so weiter und so fort, denn wenn man jetzt wieder auf eine andere Hardware setzt und dazu kommen wir gleich, dann wird das natürlich schwieriger. Aber kommen wir erstmal zu anderen Aussagen. Und zwar die Xbox. Könnte die Zukunft eventuell als Lizenzmodell stattfinden? Und das ist auch eine Vermutung, die momentan angestellt wird, weshalb man den Vertrag mit AMD noch nicht direkt verlängern hat, sondern eventuell andere Hersteller da einspringen. Ähnlich wie zum Beispiel damals beim Philips CDI. Da wurden ja auch die Konsolen als Lizenzmodell rausgegeben, aber das hat sich halt nicht so wirklich bewährt. Es könnte aber durchaus sein, dass es Hersteller gibt, die daran Interesse haben und auch offiziell Xbox darauf schreiben dürfen und man sich das einfach aussucht, so dass man halt eine günstigere Alternative, vielleicht auch in verschiedenen Leistungsklassen, für den Fernseher hat und dann am Ende halt noch seinen High-End-PC, wenn man denn so viel Geld ausgeben will und da noch ein paar Grafikdetails raufpackt. Außerdem sollen verschiedene First-Party-Titel gerade für die PlayStation 5 vorbereitet werden. Da tauchen unter anderem Halo, Gears of War und Starfield auf, aber auch noch andere Sachen, wo ich dachte so, wow, also wenn das durchgezogen wird, dann ist es halt wirklich, weiß ich nicht, eine andere Zukunft, als ich sie mir bisher vorgestellt habe. Denn auch das Indiana Jones Spiel soll mittlerweile in der Planung sein. Angeblich kauft nämlich Microsoft gerade haufenweise PlayStation 5 Dev Kits ein. Und wenn das wirklich der Wahrheit entspricht, dann, ja, ich weiß nicht, kann mir nicht vorstellen, dass man dann noch an dem Hardware-Geschäft der Xbox festhalten wird. Vielleicht überrascht uns das ja alles, aber wir werden es auf jeden Fall sehen. Ein Punkt dazu ist jetzt auch die aktuellen Weihnachtsverkaufszahlen und da hat man ja den Preis nochmal gesenkt und das hat leider überhaupt nicht geholfen. Das hat die Konsolenverkäufe kaum angeschachelt und das ist natürlich schon übel. Laut Moore's Law is Dead, und der kommt ganz oft auf meinem Nerd Over Tech Kanal vor, soll man wohl trotzdem für 2026 eventuell noch eine Konsole geplant haben. Dadurch, dass es aber nicht mit AMD stattfindet, soll die sogar günstiger werden. Warum? Man setzt anscheinend wieder auf eine Kombination zwischen Intel und Nvidia. Und hier
Naja, kommt erstens der Fakt ins Spiel, dass Intel seine Prozessoren großteils selbst herstellen kann, anders als AMD, die das in Auftrag geben müssen, und bei Nvidia einfach noch die besseren Algorithmen arbeiten, wie zum Beispiel DLSS 3.5. Dadurch bräuchte man nicht so teure und leistungsfähige Hardware in die Xbox einbauen und könnte dann trotzdem Frame Generation nutzen, um 60 FPS zu ermöglichen. Dadurch wird natürlich die Konsole in der Grundkonfiguration trotzdem stärker als die Series X, aber wird sich viel mit KI weiterhelfen und das nativ in die Spiele integriert. Das heißt, wir werden wahrscheinlich gar nicht mal so viel davon mitbekommen, wenn es denn gut gemacht ist. Und das ist immer so ein Ding. Aber ist denn das jetzt alles Wahrheit oder Unwahrheit oder ist das alles Quatsch? Dazu werden wir wahrscheinlich nächste Woche mehr erfahren, denn Phil Spencer hat gesagt, hey, wir haben euch gehört und wir werden nächste Woche ein Statement zu den Third-Party-Plänen bringen, beziehungsweise zur aktuellen Xbox-Lage, und dann werden wir was erfahren. Das ist eine erstaunlich schnelle Reaktion von Microsoft. Dafür, dass die Gerüchte erst vor einer Woche aufgetaucht sind, will man hier offensichtlich irgendwas klarstellen. Und jetzt kann es natürlich sein, dass das alles dementiert wird. Es wird die runde Xbox ohne Laufwerk vorgestellt und es läuft alles wie bisher weiter. Oder aber, naja, es ist wirklich das, was wir gerade vermuten. Denn neben dieser 2026-Konsole soll anscheinend auch noch ein Handheld kommen. Und das wäre dann aber wieder AMD-Technik, weil alle Handhelds momentan mit dieser AMD-Technik erscheinen. Und das hat auch einen guten Grund, weil AMD das halt im großen Stile macht. Und das wäre voll kompatibel zur Xbox der aktuellen Generation. Es ist alles verwirrend. Es kommen momentan 1000 Gerüchte von allen Seiten und ja, das ist natürlich auch eine spannende Sache, was uns da am Ende erwarten wird. Ich bin sehr gespannt auf das Statement. Das ist so ziemlich das Spannendste, was wir bis jetzt 2024 hatten. Und wir haben ja immerhin schon Februar. Also schauen wir mal, was uns da erwarten wird. Ich bin wirklich, 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 wirklich gespannt. Und es gibt noch eine andere Sache, und zwar mal was ganz Offizielles. Xbox Game Pass Spiele, die kommen nämlich demnächst raus. Unter anderem zum Beispiel Madden NFL 24, Resident Evil 3 und das natürlich in der voll aufgebohrten Raytracing-Fassung. Bloodstained, Ritual of the Night und Played Up. Also das heißt, hier habt ihr wieder eine ganze Menge zu zocken, aber auch der Game Pass soll wahrscheinlich nicht nachhaltig sein. Es ist so eine schwierige Situation und Microsoft wird das ja auch nicht wieder aufgeben und ach Mensch ey. Um mal ein persönliches Kommentar dazu abzugeben, vielleicht mache ich dazu auch nochmal ein eigenes Video. Wenn Microsoft, trotzdem sie tendenziell unterlegen sind zwischen PlayStation und auch Nintendo, auch wenn das nicht die offizielle Konkurrenz sein soll, wenn die vom Markt verschwinden, dann wird es wieder scheiße für uns. Sagen wir es einfach mal so. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Tja, und besser könnte es bei Sony momentan gerade nicht laufen im Vergleich zu Microsoft, denn die haben gestern ja noch eine State of Play abgehalten zu Final Fantasy VII Rebirth. Und da gibt es eine offizielle Demo jetzt und die ist richtig umfangreich. Da könnt ihr nämlich einiges spielen. Unter anderem zum Beispiel der Rückblick nach Nibelheim. Und wenn ihr das abgeschlossen habt, könnt ihr das auch ins offizielle Spiel übernehmen. Ich denke mal, wir werden das demnächst mal bei mir auf dem Twitch-Stream spielen. twitch.tv/nerdovernews. Und es gibt auch noch später ein Update für die Demo, der die Union-Region hinzufügen soll. Also es könnte durchaus sein, dass wir noch einiges zu zocken bekommen, bevor das eigentliche Hauptspiel kommt. Finde ich auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Außerdem gibt es ein Update für den DualSense Controller. Der macht erstens den Lautsprecher lauter, also ihr könnt eure Leute besser verstehen. Und auf der anderen Seite gibt es jetzt Noise Cancelling. Das heißt, das Tastendrücken und so weiter und so fort, wenn ihr das interne Mikrofon verwendet, dann wird das halt nicht mehr so krass wahrgenommen durch eure Spielpartner. Ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Ein Update für die Konsole gab es übrigens auch. Da könnt ihr nämlich jetzt das Licht regulieren. Also das heißt, diese Standby-Leuchte und so weiter könnt ihr dann ein bisschen dimmen. Finde ich auf jeden Fall cool. Es reicht ja so ein bisschen Licht, damit man sieht, was da alles so abgeht in der Konsole. So, aber kommen wir mal noch zu zwei anderen Sachen. Und zwar Uncharted Drake's Schicksal. Also der erste Teil der Uncharted-Reihe soll angeblich ein
Remake bekommen und das ist gerade bei Sony in der Mache. Und das wäre natürlich eine richtig geile Sache, weil das Originalspiel ist von 2007. Man darf nicht vergessen, das ist dasselbe Erscheinungsjahr wie das iPhone 1. Ja, also wir haben hier auf jeden Fall schon ein bisschen Zeit hinter uns und ich würde es auf jeden Fall gerne nochmal zocken mit moderner Grafik, aber wirklich als Remake, denn Remaster, die hatten wir ja schon. Und ja, das ist ja der logische Weg. Ich meine, wenn Uncharted erstmal mit Uncharted 4 beendet ist, dann kommt eventuell ein Remake und ich habe auf jeden Fall Bock darauf. Und auf was ich auch Bock habe demnächst ist Silent Hill The Short Message und das erreicht mittlerweile über 1 Million Downloads in der Demo-Version. Das wurde ja auf der State of Play, also auf der vorletzten State of Play angekündigt und ja, es ist durchaus erfolgreich als Demo-Download und funktioniert halt auch gut als Werbematerial. Was demnächst auch für die PlayStation 5 kommen könnte, ist Day of the Tentacle Full Throttle und Grim Fandango Remastered. Das gab es bisher nur für PC und Xbox und soll jetzt wahrscheinlich auch bald auf der PlayStation 5 erscheinen. Sind auf jeden Fall richtig gute remasterte Spiele von den ehemaligen LucasArts Adventures. So, ihr wunderschönen Menschen, aber dann kommen wir auch mal zum Nintendo-Part und auch hier gleich nochmal der Hinweis, demnächst wird es auch Donkey Kong bei mir auf Twitch geben, also twitch.tv/nerdovernews, unbedingt mal einschalten. Aber das kommt ja jetzt am 16.02.2024 raus, ihr könnt bereits eine Demo dazu spielen, aber Nintendo hat auch nochmal die aktuellen weltweiten Erscheinungstermine bekannt gegeben und das ist nochmal zur Übersicht, denn schon am nächsten Monat, also am 22.03.2024 wird Princess Peach Showtime rauskommen und im Sommer 2024 noch Luigi's Mansion 2 und auch auf der Liste steht Paper Mario The Thousand Year Door, leider nur für 2024, da werden wir noch sehen, was kommt. Und was auch in dieser Liste auftaucht, ist Metroid Prime, vorläufiger Titel steht dahinter und da gibt es noch keine Ankündigung, ich gehe davon aus, dass wir ein Cross-Release haben werden. Warum ist das so? Weil Shuntaro Furukawa sich nun auch zu den aktuellen Gerüchten der Nintendo Switch 2 geäußert hat und hat gesagt, 2024 bleibt der Main-Fokus die Nintendo Switch 1. Und das macht mir ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Auf der einen Seite könnte ich mir vorstellen, okay, man hat jetzt krasse Verkaufszahlen, dazu kommen wir gleich, und will eventuell einen neuen Rekord aufstellen, dazu kommen wir auch gleich. Auf der anderen Seite denke ich mir so, wäre schön, wenn die Switch 2 trotzdem dieses Jahr noch erscheinen würde, noch ein Jahr warten. Hätte ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Aber vielleicht kommt sie ja dann im Frühjahr, ähnlich wie die Nintendo Switch 1. Wäre auf jeden Fall was Gutes. Es gibt jedenfalls auch jetzt Zahlen von Nintendo und die sind durchaus interessant zu lesen. Denn in den letzten 9 Monaten konnte man 2,55 Milliarden Euro Gewinn erzielen. Gewinn. Rein Gewinn. Und das ist auf jeden Fall eine ordentliche Summe. Das gilt vom 01.04.2023 bis zum 31.12.2023. Also man darf nicht vergessen, mittlerweile ist das auch schon wieder 38 Tage her. Und in der Zeit, und jetzt herhören, konnte man 14,91 Millionen Stück von der Nintendo Switch absetzen. Das heißt, wir sind jetzt insgesamt bei 139,36 Millionen im Dezember. Also das heißt, wir werden wahrscheinlich mittlerweile schon bei 141, 142 Millionen sein. Und damit rücken wir der PlayStation 2 verdammt nah auf die Pelle. Aber auch die hauseigene Konkurrenz wird damit bald eventuell geschlagen. Und zwar der Nintendo DS mit 154 Millionen Einheiten ist das nächste Ziel. Bei der PlayStation 2 haben wir 159 Millionen Einheiten, aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Nintendo Switch das jetzt in fast 7 Jahren geschafft hat, während die PlayStation 2 insgesamt 13 Jahre auf dem Markt war und damit die 159 Millionen geschafft hat. Sollte also Nintendo die Nintendo Switch noch als günstige Alternative anbieten und vielleicht erstmal ein Cross-Plattform-Releases machen, dann werden wir definitiv die PlayStation 2 überholen und damit die erfolgreichste Konsole aller Zeiten haben. Und das in einem wesentlich kürzeren Zeitraum als die PlayStation 2. Der aktuelle Trend geht zwar ein bisschen runter von den Verkaufszahlen, aber wenn die weiterhin so stark bleibt, ey, dann wird die keiner mehr aufhalten. Dann haben wir die PlayStation 2 definitiv eingeholt. Und das muss man auch erstmal schaffen. Daran hat nämlich keiner mehr so richtig geglaubt. Und jetzt kommt es, in einem Land ist die Nintendo Switch 2 bereits erfolgreicher als der Nintendo DS und das tatsächlich in Japan, das Handheld-Land Nummer 1.
Handheld Land. Finde ich auch sehr schön. Jedenfalls hat man da 350.000 Einheiten mehr verkauft als der Nintendo DS. Und ja, das zeigt auf jeden Fall schon mal die Tendenz, die wir erwarten dürfen von der Nintendo Switch. Weiter geht es mit den Softwareverkaufszahlen. Und ja, wir blenden euch mal wieder hier die Liste ein. Aber trotzdem ist es spannend zu sehen. Mario Kart 8 Deluxe, 60,58 Millionen Stück verkauft. Wahnsinnige Verkaufszahlen plus die 8 Millionen Stück auf der Wii U. Naja, dann sind wir bald bei den 70 Millionen. Dann haben wir Animal Crossing New Horizons mit 44,79 Millionen Stück. Und auch das verkauft sich immer noch hervorragend. Das Spiel bleibt aber jetzt weit hinter Mario Kart 8 Deluxe zurück. Auch wenn es das fast mal eingeholt hätte, dank der Corona-Pandemie. Was mich allerdings an der Liste ein bisschen wundert, ist auch tatsächlich, dass Tears of the Kingdom gerade so ein bisschen abkackt, ehrlich gesagt. Und das ist... ja, schade, muss ich mal sagen. Wir haben jetzt 31 Millionen Stück von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom ist natürlich bei weitem nicht so lange auf dem Markt. Aber auf Platz 9 der 10 meistverkauften Spiele, das spricht schon einiges für sich. Man ist nur knapp hinter Super Mario Party, das über einen längeren Zeitraum die 20,34 Millionen erreichen wird. Aber ich denke mal, an Pokémon wird man so schnell nicht rankommen. Aber ich wünsche es dem Spiel, bitte. Ich hoffe, da kommt auf jeden Fall noch einiges. Empfehlt das Spiel weiter, aber es kommen ja leider auch keine DLCs oder ähnliches, was das nochmal befeiern könnte. Aber wenn wir überlegen, dass New Super Mario Bros. U Deluxe auf 17,2 Millionen Stück kommt, denn, ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber gut, gehen wir mal weiter zu weiteren Verkaufszahlen und was mich hier positiv überrascht hat, ist Luigi's Mansion 3 mit 13,98 Millionen Stück. Herzlichen Glückwunsch dazu für ein Spiel, was damals... als Nischentitel auf den GameCube kam und sich damit seine eigene Marke erschaffen hat. Richtig coole Sache. Pikmin 4 auch mittlerweile bei 3,33 Millionen Stück und Super Mario RPG konnte in 6 Wochen 3,14 Millionen Stück absetzen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das heißt, Super Mario RPG lebt wieder und das könnte eventuell bedeuten, dass wir entweder Remakes bekommen von Mario und Luigi oder vielleicht auch von weiteren Paper Mario Titeln. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Danke an alle, die das gekauft haben und die darauf Bock hatten. Ich fand's fantastisch, auch wenn es ein bisschen steif war, weil es halt ein Super Nintendo Originalspiel ist. Gut, aber wir erwarten natürlich auch Neuankündigungen und was definitiv nicht kommen wird in dieser Februar Direct, ist die Nintendo Switch 2. Das glaube ich nämlich nicht. Nintendo wird es wahrscheinlich auf einem extra Event ankündigen. Da werden wir jetzt in der Direct nichts sehen. Vielleicht lässt man irgendeinen Satz fallen oder so, dass es bald mal ein Update für die Zukunft von Nintendo geben wird, aber mehr auch nicht. Trotzdem sollte jetzt nächste Woche, da wo ich in Polen bin, natürlich zwischen den 12. und 15. Februar stattfinden. Und das wäre doch auf jeden Fall schon mal ganz ordentlich. Dann könnte man mal gucken, was uns die Zukunft der Nintendo Switch noch alles so bringen wird. Ich gehe mal davon aus, dass man vielleicht noch das ein oder andere Remake ankündigen wird. So, die großen Themen haben wir durch, aber wir haben natürlich noch ein paar kleine Themen und dazu kommen wir jetzt im Ticker. John Cena wird in Mortal Kombat 1 auftauchen und zwar als DLC-Charakter, dürft ihr ihn jetzt als Peacemaker aus dem DC-Universum runterladen. Auf jeden Fall eine nice Sache. Cyberpunk 2 ist in Arbeit, das hat CD Projekt Red jetzt offiziell bestätigt. Jetzt will man aber noch das Entwicklerteam in Nordamerika stärken, weil man einfach sagt, sowas wie Cyberpunk 1 darf halt nicht nochmal passieren. Bloomberg berichtet unter anderem, dass Square Enix eine passende Reform der Spieleentwicklungsstruktur anstreben will und man will wieder mehr auf die internen Entwicklerstudios schieben und nicht mehr so viel outsourcen. Okay, das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Und Tencent soll an Elden Ring Mobile arbeiten. Das geht jetzt aus mehreren Berichten hervor. Das heißt, vielleicht dürfen wir irgendwann mal eine iPad-Version sehen oder ähnliches. Hoffentlich ohne Microtransactions. So, das war es dann allerdings auch schon mit der Nerd News. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne den Daumen nach oben da und ein Abo, falls noch nicht geschehen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao.